Ja, willkommen in der Albertina in der Ausstellung Seeds of Time von Hubert Scheibel, mit dem ich heute gemeinsam durch die Ausstellung gehen und Ihnen ein bisschen was Näheres über die Werke und auch gleich jetzt über die Entstehungsgeschichte der Ausstellung erzähle. Es ist eine Ausstellung, die schon länger als Wunsch im Haus herumgegeistert ist. Wir kennen Hubert Scheibel alle mit seinen wunderbaren Arbeiten. Viele davon sind in der Sammlung der Albertina schon seit vielen Jahren vertreten und werden hier auch immer wieder gezeigt. Aber eine Einzelausstellung konnte jetzt zusammengestellt werden, mit Hilfe des Künstlers in einem engen Austausch. Es sind Werke, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind in den ersten Wellen der Pandemie, die den Ausgangspunkt für die Auswahl ergeben haben. Es sind noch viele andere, auch frühere Arbeiten dazu zusammengestellt worden, aber die sind der Nukleus, der Start für dieses Projekt gewesen und es sind auch die, die zum ersten Mal hier in der Ausstellung zu sehen sind. Es ist immer wieder erstaunlich, wie dann die Werke, die man im Atelier gesehen hat, dann plötzlich in einem anderen Rahmen ihre ganze Kraft noch einmal auf andere Weise zeigen können. Und ich frage jetzt dich als erstes, wie das für dich war, als du hier zum ersten Mal dann die Arbeiten vom Atelier hier in der Albertina gesehen hast. Ja, also mein Dank mal an die Fledermäuse, Bakterien und Viren, die uns sozusagen schon Jahrtausende begleiten. Und na ja, Isolation ist für Künstler jetzt nicht ein ganz, Künstler arbeiten sehr oft isoliert, also insofern was dann fehlt, dass man wieder aus seiner Isolation halt rauskommt. Ja. Und da sind wir schon beim ersten Bild. Steps of Evolution. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja etwas, was sehr präsent war für Künstler, für alle. Dieser erste Lockdown, an den sich alle sicher sehr traumatisch erinnern mit diesen schrecklichen Bildern aus Italien. Man hatte Angst, dass das über die Grenzen in alle anderen Länder Europas und der Welt auch überschwappen würde. Und so war der erste Lockdown doch etwas ganz Besonderes und eine wahrscheinlich die größte Zäsur in unser aller Leben, die auch dich dann dazu bewogen hat, über ganz grundsätzliche Dinge des Lebens nochmal ganz intensiv nachzudenken, auch über Dinge, die dich ja sowieso schon lange Jahre beschäftigen, wie die Evolution, wie die Naturwissenschaften in den unterschiedlichsten Facetten, Biologie, Chemie, Naturgeschichte. Und so hast du also auch unter dem Aspekt dieses Virus, der unser aller Leben lahmlegt, nochmal drüber nachgedacht und das auch verbunden mit den Fragen der persönlichen Auswirkungen für dich, für deine Söhne, für die Familie, für die Gesellschaft. Und da ist eben dieser Zyklus entstanden, Steps of Evolution, wo du eben der Frage des globaleren Denkens auch ganz im Hinblick auch auf den Halt vom Planeten, von der ganzen Struktur, von den Gefahren, denen unser Leben und unser Planet ausgesetzt ist, nachdenkst und bis zu dem Schluss gekommen, dass im Grunde eine der Konstanten die Farbe ist. Und da hast du auch einen besonderen Weg gefunden in diesen Arbeiten auf dieses ganz wesentliche Teil der Farbe als Kontinuum hinzuweisen. Wir sind Augentierchen. Wie so viele und lösen halt die Realität und die Wirklichkeit hauptsächlich optisch aus. Also Tiere wissen, wenn Beeren reif sind, Menschen wissen, dass man bei Rot nicht über die Kreuzung geht. Oder. Und irgendwie habe ich dann versucht, quasi farbkeilmäßig wie in einem Photoshop-Keil,
das als Unterlage für diesen Zyklus zu nehmen. Die Sachen sind dann, die Farbe wird dann eigentlich herausgekratzt, so wie man sich selber, sagen wir mal, aus der Realität was rauskratzt, um eine Maserung oder um eine Struktur zu kriegen und sie dechiffrieren kann. Auch dahinter zu schauen, ja. Hinter die Oberfläche. Ja, das, und wenn man jetzt so am Bild geht, langsam, dann ist durch das Gehen, man entdeckt halt Sachen. Mhm. Das ist so wie beim, wie sage ich, Spazierengehen. Das ist eigentlich die beste Wirklichkeitsaufklärung. Mhm. Weil es ist ja so, wir sind in einem Zeitalter, wo alles enorm beschleunigt ist. Und je schneller man sich bewegt, desto weniger kriegt man eigentlich mit. Mhm. Mhm. Und sagen wir mal, das Gehen oder auch durch eine Ausstellung gehen, das hat ein Tempo, wo man die Dinge noch sozusagen analog aufnehmen kann. Ich denke, das ist auch das, was viele vermisst haben in der ganzen Zeit jetzt. Dieses fehlende analoge Empfinden, dass im analogen Leben die Möglichkeit, auch andere Dinge wahrzunehmen als im digitalen. Und wenn man sich das so, wie kann man sich das so vorstellen, wenn du an so einer Arbeit, wie gehst du da heran oder wie entwickelt sich das dann? Also es geht ja, du arbeitest ja in sehr vielen Schichten, die du übereinander, Farbschichten, die sich übereinander entwickeln und dann kommt der Moment, wo du das darunter wieder herauskratzt. Das ist so ein Prozess, der aber mit Zeit auch zu tun hat, weil die Farbe ja sich auch verändert, dass du gewisse Dinge dann nicht mehr machen kannst. Das ist ehrlich, bei fast allen Arbeiten gibt es so einen zeitlichen Rahmen, wo man das machen kann. Speziell bei denen, also wenn die Farbe trocken ist, kann man keinen Eingriff, kann man nichts mehr machen, dann ist es so wie eigentlich ein fertiges Bild. Dann wäre es fast wie ein Vorurteil. Das heißt, man kann nichts mehr verändern. Mhm. Es ist irgendwie, es hat sich verschränkt jetzt so als Tatsache. Mhm. Und das heißt, da musst du sozusagen, du kennst ja die Qualitäten der Farbe, wie, wann der Moment du da hineingehen musst. Ich soll sagen, für mich ist es gut, wenn es auch so einen Druck gibt, wo ich relativ stringent handeln muss. Mhm. Dass man da nicht herumlavieren kann, sondern du musst es jetzt machen oder es ist vorbei. Ja, jetzt oder nie. Ja, und ich meine, das ist ja auch etwas, was in deinen Arbeiten auch immer wieder mitschwingt, ist diese Mischung aus Vorgedachtem und dem Zufall und gleichzeitig dann auch dieses Spiel, das das Gehirn mit uns ja macht, dass es zwar abstrakte Formen sind, die du da entwickelst oder in dem Fall herauskratzt, aber dass das Hirn dann immer versucht, daraus wieder Assoziationen zur Wirklichkeit zu schaffen. Ja, aber dadurch, das ist ja, eher ein poetischer Raum. Mhm. Und es lehnt sich jetzt auch nicht an irgendeinen Begriff, wie Haus, Baum oder irgendwie Mensch, sondern es ist ein poetischer Raum, der sich im besten Fall, sagen wir mal, mit dem Netzwerk des Betrachters verbindet.
deine Bilder strahlen ja in alle Richtungen und nehmen sehr viel Raum ein. Und das ist etwas, was man als Besucher hier sehr intensiv erfahren kann, was deine Bilder, was die Farbe, was die Bildgegenstände, wie abstrakt sie auch sein mögen, wie raumgreifend sie wirken und auch auf den Betrachter dann überfließen und daraus so eine dialogische Situation entsteht, die ja auch mit dir zu tun hat in deiner Art, wie du denkst und auf die Welt, in der Welt agierst und auf die Welt reagierst und auf deine Mitmenschen. Wir haben ja auch hier in der Ausstellung erstmals deine Skulpturen gegenübergestellt als Einzelskulpturen mit den Gemälden und sie gehen da so eine Unterhaltung ein sozusagen. Und das hier ist eine der Skulpturen, die besondere Aufmerksamkeit immer erregt, in der Mischung aus dem Nest mit dem Reptiliengehirn. Die Idee des Reptilgehirns begleitet mich schon relativ lang, aus dem Grund, weil es eben näher ist, als wir glauben. Und der älteste Gehirnstamm bei uns ist das Reptilgehirn. Und sagen wir mal, wenn das Reptilgehirn jetzt so früher nur auf Geräusche, Gefahr, Angst und alles Mögliche trainiert war, dann haben wir jetzt dann doch eine irrsinnig weite Reise, sagen wir mal, vom Geräusch über John Cage und Pearl Jam oder Glenn Gould, das ist eigentlich egal, aber dass dann aus sowas Musik entsteht, also die Idee hat mir irgendwie so gut gefallen. Ja. Andererseits ist es auch unser gefährlichster Teil, weil wenn wir bedroht werden und wenn Angst und wenn wir quasi mit unserem Kern agieren, dann ist das wahrscheinlich der rücksichtsloseste Teil in uns. Was ja auch bei deinen Skulpturen immer wieder auffällt, ist, dass auch hier in der Ausstellung immer die Besucher fragen, was ist das und was meint der Künstler mit diesen Zusammenstellungen und mit den Objekten, die hier im Raum stehen. Und du willst sie eigentlich bewusst bei ihren eigenen Fantasien und Vorstellungen lassen. Und Ich glaube, jeder hat irgendwie eben einen eigenen Assoziationsstrang. Und ich glaube, das wäre blöd, wenn man irgendwie da das so oder so sehen sollte. Das Schöne ist auch, dass es eben nicht ganz klar definierbar ist. Es ist nur so ein Ankicken irgendwie. Ja, es ist spannend zu sehen, auch so im Lauf der Führungen, dass zunächst einmal der Wunsch besteht, eines deiner Objekte erklärt zu bekommen, wie natürlich auch deine Bilder. Und wenn man dann sagt, dass es im Grunde deine Intention ist, dass man dann auch selber als Besucher, als Betrachter sich da hineinfügt mit seinem eigenen, entsteht da bei vielen sehr viel, was sie sich zunächst einmal selber gar nicht zutrauen, erleben oder erfahren oder sich denken zu dürfen. Also es ist auch, deine Kunst ist letztlich auch eine Einladung an den Betrachter, sich die Hoffnung wertzuschätzen. Genau. Also jetzt so verkürzt, ja. Hoffnung ist was Schönes. Ich glaube, das haben ja nur Menschen, oder? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, aber wenn man das sieht und es gibt so Impulse, sozusagen, wenn man in Bezug auf Evolution und Entwicklung, dann freut mich das. Ja, da hattest du viele Freudenmomente hier ermöglicht, für dich und für die Besucher.
Hier kommen wir jetzt zu Euglena, einem Bild aus einer anderen Gruppe an Arbeiten, in denen du mit Silber arbeitest, das genau im Gegensatz zum Kratzen, wo die Spuren freigelegt werden, ist das Silber ein Stoff, der so stark abdichtet, dass das dahinter nicht mehr zu sehen ist, abgesehen vom Reflektieren. Also es ist sozusagen ein Gegenpendel der Oberflächenbearbeitung. Ja, ja. Das ist aus dieser Serie Nikotin und Silberscreen, wo eigentlich die untermalte Farbe wird mit den Silberpigmenten übermalt und spiegelt eigentlich in der Regel die Farben des Raumes und man muss halt das Bild im Kopf ein bisschen weiter modulieren. Ja. Und das, was ja für dich auch ein Aspekt ist, dass du gerne auch so fremde Kräfte wirken lässt, dass du da vielleicht auch bei dem Bild den Wind hast mitverteilen lassen, so, ja, so das, übertrieben gesprochen. Ja, das hat, die Sachen passieren am Dach oben, weil das am Boden liegt und weil das durch den Terpentin, da sind so viele Dämpfer, dass man macht das A, besser im Freien und B, nicht im Winter. Und wenn der Wind dann das irgendwie herumbläst, ist er quasi ein Partner in der Gestaltung, was schön ist. Das ist ja ein bisschen wie der Zauberlehrling, oder? Der dann sozusagen auch die Kräfte, andere unsichtbare Kräfte mitgestalten lässt und, ja, und so eine Gemeinschaft entsteht. Aber der Zufall ist eben ein wirklich großer Meister. Das ist schwer zu übertreffen und sehr einfallsreich. Ja. Ja. In der Regel, jetzt nicht beim Fließverhalten, aber wenn man selber, also wenn Sachen zufällig passieren, so aus einer Situation, dann hat es oft eine stärkere organische, wie soll ich sagen, es ist oft überzeugender. Mhm. Also ich sehe das auch bei Kollegen, ist das ausgedacht oder war da der Zufall mehr, und es ist so, man spürt es irgendwie. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, es ist ja im Grunde, erinnert mich das, wenn du jetzt davon sprichst, an diesen besten Zustand, den man erreichen kann, ja, sozusagen, dass, ja, man im Moment die maximale Aufmerksamkeit, ja, genau, hat. Ja. Ja, auch diese Bilder sind ja 2020/21 entstanden, sind zwei Arbeiten mit dem Titel Echo. Ich mag die Idee von Echo, weil das unser Leben eigentlich bestimmt. Also wie wir jetzt da stehen und uns anschauen, ist ja auch ein Echo. Yeah. Und es ist aber so, es gibt so die Idee, dass man nur, dass Menschen nur in Echoräumen leben, aber dann oft, also weil sie nur mit Menschen zusammen sind, die ähnliche Denkweisen oder Ansichten haben. Und dann ist es oft auch gut, wenn man aus dem Echo wieder mal rausschaut, raustritt. Und sich eine andere Akustik, ja, nähert. Da merkt man eben auch an Titeln wie diesen, und wir haben schon vorhin gesprochen, du bist ja auch Musiker, also du bist sehr viel mit Musik auch umgeben, ist auch ein ganz wichtiger Teil deines Lebens und deiner, auch wichtig, um dich auszudrücken auf einer anderen Ebene als mit Malerei. Und da gibt es dann die Überschneidungen eben in diesen Titeln, genau, wo diese Nähe dann besonders deutlich wird. Irgendwie als Maler oder man gefriert eigentlich alles ein und man hält alles fest. Und sagen wir, die Musik, der Ton, ob du jetzt auf einer Flöte oder Geige oder Dings, du hörst, das ist der Moment und dann ist es weg. Und das ist bei mir im Atelier eigentlich, obwohl ich nicht weiß, wie der Zusammenhang jetzt zwischen Musik und
meiner Arbeit ist, weiß ich aber, dass es als System für mich enorm wichtig ist, dass ich was mache, was mich sozusagen von ähnlicher Intensität hat, aber was nicht festgehalten wird. Ja. Und du hältst die Musik, die du machst, wirklich nicht fest? Also du nimmst ab und zu, nimmst ab du schon, es gibt ja schon Aufnahmen einer, und so. Meine Freunde drauf, ja. Aber selbst da hat sich gezeigt, dass die unbeabsichtigten Stellen eigentlich die schönsten sind. Und dir selber zuzuhören, das geht? Das ist ungefähr gleich schwer, als die eigenen Sachen anschauen. Wirklich? Ja. Ja. Diese Räume hier, das ist ja wirklich eine ganz komplexe Konstruktion, die sich da entwickelt auf der Leinwand. Also ich mag, wenn der Raum offen ist, und aber dass man trotzdem noch so einen Puls merkt. Es ist ja interessant, dass manche deiner Arbeiten auch von der Assoziation her auch sehr landschaftlich wirken. Also dieser Moment des Überlappens zwischen Abstraktion und dem Kippen in etwas Gegenständlicheres. Und das ist für mich bei diesem Bild zum Beispiel sehr an der Grenze dieser Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ich weiß nicht, ob du da eine Küstenlandschaft entdeckst. Es ist natürlich nicht beabsichtigt, aber in als Ganzes ist diese Mischung aus diesen Silber Oberflächen trennenden und dem unglaublichen Raum, der sich dahinter eröffnet, gibt für mich diese Assoziation ganz aus dem All, was ja für dich in deinen Bildern auch, wie wir sehen werden, auch noch ein Thema ist, ganz von weit weg unseren Planeten zu betrachten. Das ist jetzt das zweite Echo benannte Werk. Die sind ja ungefähr gleichzeitig entstanden, genau. Nehme ich an. Ja. Für mich ist das ein Bild jetzt, wo ich das Gefühl habe, die Titel sind ja oft nur so eine Krücke, eine Assoziationskrücke. Auflösen muss man es eh mit seinen Sinnen. Deswegen ist es eben auch dann oft besser, nichts zu sagen dazu. Ja, das ist ja auch das, was ich beobachtet habe, nicht? Dass deine Bilder wirklich dazu anregen, innezuhalten, was du eingangs gesagt hast, ja, und das alles auf dich wirken zu lassen. Und dadurch entsteht dann auch so ein Austausch. Ja, und diese, das ist eine intensive Möglichkeit, die man im Analogen natürlich anders erleben kann. Aber die Stille spielt da sicher auch eine Rolle, die dann wiederum dann Räume eröffnet im Betrachten. Ja, hier kommen wir zu einem Gemälde aus der Serie, die Cage Paintings heißen und auch in dieser Pandemiezeit entstanden sind. Es ist so ein bisschen wie das Höhlengleichnis und die Welt, manchmal erlebt man sie sozusagen als Möglichkeit von vielen Möglichkeiten, aber manchmal halt auch als Gefängnis. Und das war schon relativ Früharbeit. Ich schaue lieber eigentlich wie aus einer Höhle hinaus. Aber vielleicht hat jemand andere komplett andere Assoziationen. Du hast ja auch wegen Cage, hast du ja auch so genau, diese Doppelsinnigkeit. Es könnte auch sozusagen ein
Cage-Geräuschstück von Elevators, also von Liften sein, von Aufzügen. Jetzt kommen wir zu einem Bild, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Kalben auch aus dem Jahr 2021, umgangssprachlich hier immer der Eisberg genannt, wobei Kalben ja der Begriff für die abgebrochenen Teile der großen Eislandschaften des Pols sind. Also hier ein Einzelgänger eigentlich, diese ja. Arbeit. Man könnte fast sagen, ein Ausrutscher. Es ist so, dass ich öfters auch, so wie viele, man sieht oft, sagen wir, an Bildern in Zeitungen oder Dings, und das geht oft, man reißt das raus und legt weg. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, dieses winzige, einfache Ding hat so eine Assoziationskraft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so hin und wieder macht man eben auch realistische Bilder. Und eigentlich ist meine Sprache eher abstrakte Sprache. Aber weil das andere abstrakt ist, ist dann das immer, sind diese realistischen Ausrutscher die Lieblinge. Ja. Das ist ja ein ganz bewegtes, filigranes Etwas, dem wir hier begegnen. Es sind Papiere drauf, die bedruckt sind. Es sind Papiere, die du aus China mitgebracht hast. Genau, ja. Vor 10 Jahren ungefähr warst du in China, ja. Und hast diese Papiere mitgebracht und dann mit anderen Fundstücken zu dieser Skulptur wie auch ein paar anderen zusammengefügt. Wobei ich das Gefühl habe, dass an den Papieren dir die Struktur und diese Schriftmusterqualität, die man das hat, wenn man es nicht lesen kann. Und es hat eigentlich was, ein bisschen was komisch, dieses ein bisschen einen komischen Witz, auch weil die Darstellungen sind eigentlich Naturdarstellungen, chinesische. Und ich habe mir dann gedacht, ich wollte so, wie wenn sich quasi ein Universum aufreißt. Wobei das Universum außen und innen gestaltet ist, in alle das Richtungen. Das Außen kennen wir ja nicht, oder? Nein. Oder Gott sei Dank. Aber da hast du Blumen und Äste und alle, lauter Fundstücke. Mir ist das irgendwie richtig paradox vorgekommen, das noch reinzumachen. Ja. Der Titel Hard to be One, haben wir gedacht, okay, wenn das jetzt, es ist für uns schon so schwer, irgendwie das zu sein, was man ist. Erst recht für ein ganzes Universum. Ja. Ne? Vielleicht sollte man da reingehen, von oben runter. Ja, wir sind jetzt hier bei einem deiner wunderbaren Ones. Ein unglaublich sich in die Unendlichkeit öffnender Farbraum, in dem einer dieser Ones-Bewegungen eingefroren sind. Wie du sagst, ist es ja so, dass das auch wieder eine der Arbeiten ist, in denen es keine Möglichkeit gibt einer Korrektur, wo das wirklich aus dem Moment und aus der Energie dieses Konzentrationsmoments heraus entstehen kann und sich verwirklicht und funktioniert oder nicht, wie du mir erzählt hast.
Ja, es ist so ein bisschen wie eine Zeit- und Raumachse. Mhm. Also, wenn das der Raum ist, dass das eben auch ein bisschen pulsiert, dann ist der Strich selber, also das Jetzt, wo wir den Raum bewohnen. Mhm. Ja, das Jetzt, das ist die Zeitachse. Das in einem Zug durchgemacht ist. Kommt fast eine Sekunde eigentlich aus der Minimalistenzeit, oder? Also vom Ansatz her. Ich wurde immer wieder gefragt, womit du diesen Farbstrom mit einem gestaltest. Normalen Pinsel, der diese Breite hat und den du drehst. Und den man dreht, ja. An der Wand oder am Boden? Nein, das, an der Wand. Das geht nicht am Boden. Würde ich reinfallen. Was aber schön, ich möchte gern, dass man reinfällt. Mhm. Aber deswegen ist das auch schön, wenn sie so eine Größe haben. Das heißt, man sieht also mit dem Bauch und mit den Knien. Und da finde ich es auch eigentlich schön, wenn man so bei bestimmten Arbeiten, dass man körperlich, sagen wir metaphorisch reinfällt, aber dass man Platz hat auch. Also so. Ja, bei der Arbeit, je weiter man weggeht, desto größer, desto tiefer wird der Raum. Auch mit jedem Schritt und mit jeder Perspektive, von der aus man auf die Arbeit zugeht oder eben sich entfernt, wie sich das verändert, auch das Ganze. Ja, und es gibt so unterschiedliche, sagen wir, für manche Leute ist es wieder wie eine Haltung. Also das ist auch mit Haltung oder wie jemand sieht das fast figurativ. Ja, aber es ist ein Strich. Talking Heads, ein Diptychon. Ja. Man würde es aufs Erste vielleicht nicht erkennen, wenn es nicht bezeichnet wäre. Es ist so typisch für dich, dass du dann oft im Nachhinein Dinge zusammenfügst, die zunächst gar nicht zusammen entstanden sind. Ja, also vielleicht nicht typisch, aber ich habe die Idee gehabt, dass es schön ist, wenn man zwei Ebenen, die eigentlich auch nicht zusammengehören, die sich nicht vermischen. Und dass es da so wie eine Art figurativen Ansatz von Kopf oder Gesicht oder, und das ist ja von der Physiognomie schwer jetzt auch auflösbar. Und dass das dann quasi der Innenraum sein könnte. Hier kommen wir jetzt zu einer ganz außergewöhnlichen Arbeit, Itamaraca, benannt nach dem Ort in Brasilien, wo sie auch entstanden ist. Es ist eine fast 13 Meter lange Zeichnung, Aquarell, wo du sozusagen die leere Rolle ins Flugzeug mitgenommen hast und mit der Bearbeiteten dann zurückgekommen bist. Ja, und das ist eben ist ja auch etwas, was dich beschäftigt, dass sowohl du beim Arbeiten dich bewegst im Raum, ob jetzt wirklich schreitend oder in der Bewegung, die sich am Ort ergibt, wie bei den Ones oder anderen Arbeiten, und diese sowohl beim Arbeiten, aber auch, dass der Betrachter sich zu bewegen hat, um die Arbeit erfassen zu können und betrachten zu können. Und diese große Arbeit ist natürlich auch von der Dimension her nur durchs Abschreiten erfahrbar, und würde man in die Entfernung gehen, um die ganze Arbeit zu sehen, würde man sie aber nicht mehr so wirklich
wahrnehmen können, weil man zu weit weggehen müsste, was in dem Raum ja sowieso nicht möglich ist. Und man wird auch wenig davon haben. Ja, es wäre zu weit weg. Genau. Ja. Das war in Brasilien und mein Sohn hat gerade gehen gelernt und ich habe immer nur so Teile von der Rolle aufgerollt. Und wenn ich jetzt das sehe, das Meer dort, das war im Norden von Brasilien, und komisch ist, also ich male jetzt nicht eine Landschaft oder eine, aber sagen wir, jeder Ort und jeder Platz gibt so viele Signale, dass man das Gefühl hat, das kommt eh durch. Und ich sehe natürlich, wenn ich jetzt sehe, sehe ich noch die kleinen Füße vom Sammy. Aber hat das in deiner Farbpalette, bist du dir treu geblieben, auch in Brasilien? Also es war nicht so, dass du daraufhin ganz andere irgendwie, es war dort, das war so eine Hafenmole, und das war eigentlich, es war eher so eine Leere dem Meer gegenüber. Und die Farbe hat eigentlich nicht so eine Rolle gespielt. Das war irgendwie, man hat gewusst, das ist das Festland. Und, aber dann war dieses extreme Glitzern und irgendwie Reflexion ist ein schwer. Ist ja auch eine Riesenlehre dort. Aber wie hast du das gemacht, wenn du sozusagen, du hast mir das so erklärt, dass du das Papier gerollt hast, aufgerollt, und dann immer jeden Tag einen anderen Teil. Und versucht dann an Anschluss zu finden, aber dann doch irgendwie mich frei zu bewegen. Ja. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, dass man da sich erinnert, was hat, wie war der Vortag, oder schaut man dann nach und rollt das nochmal zurück und tut man weiter, weil sonst ist man muss schon irgendwie schwindeln und zurück. Ja, eben, weil man sieht ja hier keine Brüche jetzt von dem her in der Komposition. Aber jetzt so das Schwierigste war eigentlich, finde ich, die Zurückhaltung. Eigentlich sich zurückzunehmen, mehr als man vielleicht will, ja. Weil ich das Gefühl gehabt habe, also mit mehr Aktion, es würde das nicht verbessern oder ich könnte nicht mehr transportieren. Da. Was ich auch gemacht habe, dass ich so Bücher mitgenommen habe. Das war ja etwas, was dir auch ganz wichtig war, dass hier in der Ausstellung ein Buch physisch vorhanden ist, in dem die Besucher blättern dürfen. Es war sehr spannend, weil natürlich hier in der Albertina ein Kunstwerk angreifen zu dürfen, etwas ganz Außergewöhnliches ist. Und das hat manche auch gar nicht, die haben sich gar nicht getraut anzugreifen am Anfang, diese uns von unseren Besuchern sehr vorsichtig und voller Respekt, aber dann eben mit dem entsprechenden Behutsamkeit würde dieses Buch mit großer Freude im Laufe der Ausstellung viele, viele Male geblättert. Und du hast mir erzählt, dass du ungern am Anfang beginnst, weil das dann das ganze Buch vor dir ist, du beginnst in der Mitte. Ja. Ja. Und arbeitest dich dann fort. Weil man nicht weiß, in welche. Also, wenn man das am Anfang macht, dann legt man irgendwas, legt man doch fest. Sofort, wohin die Reise geht. Und das wollte ich aber nicht. Es sind ja einige Bücher entstanden, und das ist eines davon. Und es ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung, die man hier machen kann, indem man diese wunderbaren Arbeiten Seite um Seite selbst umblätternd und so lange anschauen kann, wie man. Ja, das ist eigentlich auch wie spazieren gehen. Ist auch wie spazieren gehen, genau. Eine analoge Erfahrung, ein Buch durchblättern zu dürfen.
Die beiden Arbeiten hier sind entstanden durch Inspiration von Francis Bacons Bild, das hier bei uns in der Bartlina Sammlung ist. Und du hast sozusagen die Drehung, die Bewegung auch ein wenig von der Farbkonstellation von Francis Bacon hier aufgegriffen. Und hier sind wieder diese Arbeit in einem Schwung, die Idee umzusetzen, sozusagen der Ausgangspunkt deiner Arbeiten. Und da bin ich von einigen gefragt worden, wie viele Arbeiten entstanden sind, bevor die zwei jetzt hier in der Ausstellung zu sehen sind. Ich habe mehrere, aber richtig gelungen sind eben nur ein paar. Mhm. Und ich wollte mich bei denen eben, also die Bezüglichkeit jetzt auf das eine Bild von der Albertina, aber da waren die am nächsten. Am nächsten, ja. Weil ich finde so faszinierend auch diese, den Anfang dieses Schwungs, diese Farbe, die sich da dreidimensional auf die Oberfläche klatscht eigentlich und dann verteilt durch deinen Schwung. Das finde ich unglaublich lebendig, die Präsenz deiner Bewegung auf diesen. Ja, aber es braucht auch die Figur nicht mehr. Nein. Also es braucht das Gesicht und die Beine. Also man weiß, es ist was Lebendiges oder so. Ja, es ist eine Dynamik, die durch diese Bewegung hier entsteht. Und es braucht auch nicht den beengenden Raum, den ja Francis Bacon auch sehr oft in seinen Arbeiten zeigt. Dein Raum ist frei. Ja, ist frei. Aber man muss sagen, der war ja in seinen jungen Jahren, war der Designer. Und da gibt es so Objekte, also die genau in diese Zeit passen, diese Nierentische. Mhm. Und er war ein erfolgreicher Designer. Mhm. Und er wollte aber nicht, dass irgendwer sozusagen das nochmal assoziiert. Und das war auch ein Grund, warum er das zudecken wollte. Ja. Mhm. Aber sagen wir mal, es gibt Bild. Kompositionen, die sehr wohl diese halbrunden Verbindungen, also ja. Wie er den Raum definiert, das kommt aus dem Wissen, dass er von damals auch manche Farbkombinationen, finde ich, sind sehr angelehnt. Orange, Violett und solches. Gut, dann schauen wir noch runter. Ja, hier sind wir jetzt in dem Raum, in dem 7 Quadrate über 2 mal 2 Meter aus unterschiedlichen 250 mal 250 aus unterschiedlichen Phasen hier zusammengetragen worden sind. Das Quadrat und dieses Maß von 2,5 mal 2,5 Meter hast du das erste Mal verwendet in einem Moment, wo du nach neuen Möglichkeiten gesucht hast, und das hat dir damals einen großen Schwung in eine nächste Phase ermöglicht, und du greifst und hast auch immer wieder gerne auf dieses Format zurückgegriffen, und entstanden ist dieser unglaubliche Farb-Akkord-Orchesterraum, der also eine wirklich große Intensität an Energie und auch im Endeffekt an Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, hier mitgebracht hat. Die Arbeiten sind alle so 20, 25 Jahre alt, und damals hat man schon immer auch gekämpft, hält das, also ich sehe auch, also wie ich mit dem Raum im Bild gekämpft habe. Mhm. Und wenn das vorher quasi geschlossene Räume waren, habe ich dann versucht, auch den Raum wieder aufzureißen. Also mich hat dann die Durchlässigkeit mehr interessiert als der geschlossene Raum. Ja.
Deine Arbeiten früher in den 80er Jahren waren ja sehr pastos. Da war viel Farbe auf der Leinwand. Es war auch relativ dunkel. Und dann kam eben der Moment, wo du dich, wie du jetzt selbst gesagt hast, in eine andere Richtung orientiert hast. Und man muss ja auch sagen, du hast sehr gerne mit Materialien experimentiert und da auch da dem Zufall auch Raum gegeben, wenn da Öle und Lacke und unterschiedlichste Materialien so dann übereinander angebracht wurden von dir, dass du selber vorher auch nicht wusstest, wie werden die aufeinander reagieren. Genau. Ich finde aber, das Experimentieren, ich finde das irgendwie wichtig und gut, dass man sich das erhält. Und das war jetzt in der Pandemie auch eine Zeit, wo man wieder andere Sachen ausprobieren konnte. Weil man hat sich ja nicht, wie soll ich sagen, das ausgesucht. Man will sich selber überraschen. Mhm. Das ist, das hängt auch mit einer Form, dass man sich lebendig fühlt. Zusammen und da gehört das Experiment dazu. Und öfters haut man eben auch daneben und es geht daneben oder man hat irgendwas falsch angegangen oder man hat sich das alles ist alles möglich. Aber ich finde das alles noch interessanter. Als jetzt sich einer Sache sicher zu sein. Danke ich dir sehr herzlich für diese Runde. Es war schön mit dir diese Ausstellung vorzubereiten und auch zu durchwandern jetzt heute. Danke nochmal. Und ich hoffe, dass wir keine Pandemie brauchen, um dann eine Fortsetzung zu finden. Okay. Dankeschön.